Oh, Waldi, was machst du denn in der Petersilie? Ach so, und die Giraffe sucht dich. Ah, jetzt habe ich verstanden. Okay, dann will ich dich mal nicht verraten. Na gut, dann spielt ihr mal weiter und ich werde zeichnen. So, Freunde. Unsere Aufgabe war, dieses auf ein schönes Blatt Papier zu zeichnen, ohne diese Raster. Das habe ich gemacht. Ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Hier ist es. Doch zunächst gehen wir mal einmal weiter und nehmen uns mit dem Zirkel diese Strecke auf. Und zwar von dem zweiten Runden bis auf 1 cm Höhe. Ich habe das schon mal gemacht. Mal sehen, ob es sich mittlerweile verstellt hat. Von da nach da. Passt genau. Und wenn wir das jetzt in ein Loch einstechen, hier, in dieses Loch, das ist für oben gewesen. Hatte gesagt, dann kommt noch ein Kreis von unten. Ganz vorsichtig einstecken. Und dann müssen wir mit unserem Bleistift, sorry, das Treffen hier. Da. Passt genau. Jetzt drehe ich das mal um, ohne einzuzeichnen. Auch hier sind auch da. Naja, habe ich gar nicht eingezeichnet. Egal. Mache ich mal schnell 2 mm. Müssen wir bis da treffen. Gut. Ich gehe lieber in dieses Loch hier, weil ich das schon eingezeichnet habe, um euch nicht zu verwirren. Ah, passt. Passt. Rüber zur anderen Seite passt auch. Einzeichnen. Auch überziehen. Auch überziehen. Einmal. Nicht verändern den Zirkel. Passt. Rum. Rum. Passt auch. Seht ihr das, wie der den genau trifft? Wunderbar. So sollte das auch sein. Wenn man das unsauber gezeichnet hat, leider trifft dann gar nichts. Und nun, bevor ich weitermache, nehmen wir dieses Maß hier rüber und setzen uns den Bleistift, auf diesen Punkt. Da. Hoppla. Den setzen wir uns richtig drauf. Stechen den Zirkel ein. Seht ihr das? Und gehen jetzt 5 mm und runter. Naja, warte, kleine Moment, ich fummel mir das wieder hier zurecht. Ich habe ja schon gesagt, das ist immer so ein bisschen blöd. Fummeln wir das jetzt 5 mm runter. Jetzt machen wir es mal so, vielleicht geht es besser. Da, von da habe ich eigentlich da unten noch so, 5 mm runter. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Gut, jetzt gehen wir wieder in unsere Einstichlöcher rein. Da war es gewesen. Tschakka. Auch überziehen. Zack. Hier rein. Jetzt kommt der spannendste Teil bei der ganzen Aufgabe. Schöner spitzer Bleistift, ruhige Hand, Spaß beim Zeichnen. Und dann sehen wir hier unseren leicht überzogenen, habe ich jetzt nachgezogen. Und hier auch unseren überzogenen, hier auch. Und nun gehen wir so auf diesen rein. Dass es so eine kleine Beule ergibt. Und jetzt geht das gleiche in Grün. Hier kommt er so raus. So eine Beule. Wunderschön. Das gleiche hier. Seht ihr, wie wichtig diese Punkte sind hier? Der und der. Kleine Striche, die wir auf 2 cm hier gezeichnet haben. So. Jetzt müssen wir unsere schönste Hand zum Zeichnen, wo wir am fluffigsten malen, zeichnen können. Müssen wir jetzt nehmen. So, jetzt gucke ich mal, ob dieser Winkel der gleiche ist hier. So rein. Und der kommt dann hier so rein. Zack. Ein bisschen raus. Noch ein bisschen raus. So rein.
Noch ein bisschen. Bisschen. Bleistift, Radiergummi. So. Und modellieren wir uns das wunderschön hin. Den hier auch. Wieder ein bisschen mit dem Verzögerungen. Die Radiergummi. Wunderschön. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Das Problem ist eigentlich gar keins, aber es könnte sich als ein Problem darstellen. Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen lassen. Hier geht er natürlich genauso rein. Und wenn wir den hier gezeichnet haben, auch rundum, dann haben wir Zoom, 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 Zoom. Der geht immer in jeden zweiten rein und dann ist er wieder hier. Und dann kommt der nächste. Den Winkel habe ich ja, den Zirkel habe ich ja nicht verstellt. Jetzt gehen wir mal in diesen hier rein. Auch dort. Habe ich jetzt den Winkel verstellt? Ja, der, ach so, das war der kleine. Muss ich wieder größer machen. Muss ich erst wieder. Ja, ich möchte erst den größeren zeichnen. 1,7,5. Zack. Das ist einfacher. Jetzt mache ich ihn wieder groß, habt ihr gesehen? Da. Jetzt ist er wieder auf die größere 5 mm Größe. Ich hätte es auch gleich machen können, wollte ich aber nicht. Jetzt gehe ich genau da rein in die Mitte. Da. Wo eigentlich noch gar nicht gar kein großer gezeichnet worden ist. Wir sehen wieder, er passt wieder da unten. Und jetzt passt er auch da. Da. Und er wird auch dort passen. Da. Wunderbar vorgezeichnet, vorgearbeitet. Warum das ganze Ding? Jetzt nehmen wir uns 5 mm auf. Seht ihr? Ich habe mir das einfach gemacht. Ich habe hier das Kästchen benutzt. Und gehen hier auch rum. Auch ein bisschen überziehen. Und schon. Kleiner Blick. Nicht verrückt machen lassen, drüber und runter missachten. Und schon gehen wir hier rum, da rein. Hier rum, da rein. Hier rum, da rein. Das war ein bisschen zu groß ausgeholt. Seht ihr? Kein Problem. So, das wollen wir jetzt so rum, da so rein. Wunderschön. Und dann kommt der hier, jetzt richten wir uns nach dem hier. Von dem hier, so, so, so. Ne? Ein bisschen größer, ne? Mit der rein. So. Flummi. Zack. Noch ein bisschen hier so jetzt. Das ist hier zu groß geworden, seht ihr den? Also müssen wir den ein bisschen. Das ist ja auch nur unser Schmierzettel. Da ist unsere Markierung rein. Ne? So. Bitteschön. Das ist das Prinzip. Und genau das zeichnen wir jetzt, wie ich das hier gezeigt habe, auf alle 8 Linien. So, bevor wir das aber machen, möchte ich euch noch etwas erklären. Und zwar habe ich immer vom Einnorden gesprochen. Es ist schon eine Frage gekommen, was ist dieses Einnorden? Ganz einfach. Wenn man einen Kompass hat und da ist so eine kleine Nadel drauf, dann kann man den Kompass verschieben. Das braucht man in der Seefahrt oder bei der Bundeswehr, wenn man solche Märsche macht und man weiß nicht, wo man ist. Dann hat man einen Kompass und dann richtet man den zunächst ganz ruhig aus und dann ist die Nadel, das ist immer so, das ist einfach so. Das hat was mit, wieder mit, der Erdmagnet, mit dem Erdmagnetismus zu tun. Genau, jetzt habe ich es raus. Und die ist immer Nord. Die ist auf einen ganz dünnen Nadel und dann wackelt die so ein bisschen. Und wo der eingefärbte Pfeil ist, ist Norden. Und wenn man jetzt den Kompass dreht auf Norden, dann kann man jede Marschrichtung bestimmen. Süd, Ost, 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 West stellt man ein. Und dann fährt man, stellt man, dann dreht man das und dann ist auf Norden ist West, Ost oder wohin man will. Oder wie Breitengrade und so weiter. Und dann fährt man immer in die richtige Richtung. Obwohl man keinen Himmel, kein Haus hat, wo man drauf zusteuern kann, auf offenem Wasser weiß man gar nicht, wo man ist. Die Wolken verziehen auch keine Richtlinie. Vom Prinzip her hat das gar nichts mit Zeichnen zu tun. Aber ich sage, ich möchte das mal einnorden. Das heißt, in die richtige Position, auf den richtigen Weg bringen.
So viel dazu. Hier seht ihr jetzt mein Schmierblatt. Und ich habe hier oben, wie ich gesagt habe, meine Kreise gezogen. Seht ihr ganz deutlich. Wenn ich das jetzt mal so runternehme, seht ihr, oh, hier sind ja zwei, hier ist ja gar kein Kreis. Warum nicht? Erkläre ich euch jetzt. Weil es mir besser gefällt, dass hier oben zwei sind. Zack, dann drehen wir das Ganze. Habe ich gemacht. Das sind hier jetzt die 22,5 Grad. Und jetzt geht's rüber. Ich habe dieses abgedeckt, ganz einfach abgedeckt, dass ihr euch nicht verwirrt. Und dann sehen wir hier ganz einfach unseren Mittelpunkt. Das ist der hier. Den habe ich hier nicht weiter durchgemacht. Der hier. Und da ist auch der Mittelpunkt, von da nach da. Da ich den aber gar nicht gebrauchen kann für mein Ding, habe ich das Ganze umgedreht. Seht ihr? So. Und jetzt gucken wir mal hier drunter. Ihr seht, hier ist mein Namensschild. Das ist das hier. Da kommen wir gleich zu. Der hier. Das ist der hier. Da soll der hin. Und ich habe mir nun die Linien gezogen. Die senkrechte, die waagerechte. Das nehme ich jetzt mal hier. Lege es mal genau hier drauf. Dann werdet ihr sehen, wenn ich das jetzt so mache. Da ist waagerechte, waagerechte. Hier ist meine senkrechte, die ich da gar nicht braucht. Die brauche ich auch nicht. Für mich sind diese relevanten Linien. Und so haben wir das auf dem karierten Papier gezeichnet. Einer oben. Nur ich, so haben wir gezeichnet. Jetzt habe ich so versetzt. Und dann, jetzt müssen wir gucken, ob alles richtig ist. Hier muss mein Name drunter sein. Chaka, er ist runter. Und hier müssen zwei Kugeln, also zwei Wölbungen sein. Nicht in der Mitte. Mal gucken. Hey, geh rum. Zack. Da sind sie. Probiert es selber aus, ganz einfach. Kein Problem. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn ihr es nicht verstanden habt, probieren, drehen, tun. Ja, gut. Und dann zurückspulen, nochmal gucken. So, genug davon. Ich habe euch gezeigt, wie man nun dieses hier reinzeichnet. Und dann wollen wir hiermit jetzt erst einmal aufhören. Denn ihr müsst das jetzt auf dieses Papier zeichnen und ich auch. Und dann sehen wir uns wieder. Das braucht einige Zeit. So, hallo, ich bin fertig, wie ihr seht, ich habe es geschafft. So, dann nehmt euch mal den Zirkel und merkt euch jetzt die Maße. Vom Mittelpunkt zu diesem Kreis habe ich 2,5 cm, 25 mm bis hier, dann 5 mm, das ist der erste Kreis drin. Der zweite Kreis beginnt 3 mm drüber. Und hat dann auch 5 mm. Müsst ihr euch 3 mm größer einstellen. Braucht ihr gar nicht groß zu machen. Könnt ihr alles auf diesem Papier machen. Also nochmal 2,5. 3. Dann 3 mm weiter. 2,5 cm. 3 cm weiter. Dann hier 3 mm ein bisschen drüber. Und dann, wenn der gemacht ist, nochmal 5 mm größer. So. Drüber und runter völlig missachten. Und dann geht es gleich weiter. Drüber, drunter, wegradieren, schön, immer aufpassen, auch, ich brauche auch viel Zeit. Ich werde zunächst jetzt mich daran geben, drüber und drunter, sehen wir uns. Stani. So, das habe ich auf den Weg gebracht, ich habe drunter und drüber gemacht und ich hoffe, dass ihr das auch gemacht habt und ich hoffe, dass ich mich nicht vertan habe und dann geht es auch gleich los mit dem Edding. Yeah.
alles wegradieren und dann sehen wir uns wieder. So, und hier nun das fertige Motiv. Ich habe es noch ein bisschen schattiert, noch ein bisschen verschönert. Ihr könnt euer ja auch etwas bunt machen, sogar vielleicht. Das war sehr schön mit euch. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns irgendwann in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe für euch. Viel Spaß beim Zeichnen. Tschüss.